So, Freunde, jetzt gibt's das Video, was ich ja schon im Stream-Ankündigungsvideo versprochen habe, was ich gerade eben jetzt auch aufgenommen habe vor ungefähr 30 Sekunden. Mir ist aber noch eine Frage dazugekommen, also worum geht es erstmal in dem Video? Ihr fragt mich ja relativ häufig auf zahlreichen Plattformen, auf Facebook, AskFM oder auch hier bei Twitter oder mal so, ne, im Stream auch, wann, beziehungsweise ob ich jedes und welches Spiel auch immer spielen würde und wenn ja, wann es denn kommt. Und meistens sind meine Fragen darauf relativ, ja, auf jeden Fall alles andere als konkret. Es ist immer so, ja, ich mach's, aber habt Geduld, ne, es dauert noch ein bisschen. Ja, es hat einfach folgenden Grund, den ich jetzt erstmal noch nicht erläutern werde, weil ich habe noch eine andere Sache. Eine Bitte an euch, ne? Weil wenn ich die Frage direkt stelle, dass ich Wahrscheinlichkeit höre, dass das mehr von euch mitbekommen. ja, ihr guckt ja auch ab und zu mal meine Videos und ihr kriegt ja auch immer mit, wann ich die hochlade. Das schwankt momentan stark, also sehr stark. Jetzt, wo ich Urlaub habe, geht das. Aber wenn ich arbeiten bin, ich weiß halt nie, wann ich Feierabend habe. Das heißt, es kann sein, dass ich dann schon um 17 Uhr ein Video hochlade oder aber erst um 21 Uhr. Kommt halt immer ganz darauf an, wie pünktlich ich halt nach Hause komme oder wie viel Überstunden ich machen muss. Und ich wollte mir da jetzt eigentlich nur mal so selbst die Lösung raussuchen. Davon bin ich eigentlich nicht so der Fan. Also zumindest, dass ich einen Tag vorher immer schon die Videos für den nächsten Tag hochlade. Jetzt ist nur an euch die Frage, wann wollt ihr es haben? Wie viel Uhr? Ich kann stündlich einstellen, halbstündlich glaube ich sogar. Momentan mache ich glaube ich den ersten Part um 15 Uhr, den zweiten um 16 Uhr, glaube ich. Aber mich interessiert einfach mal, wann ihr zu Hause seid, wann ihr es gucken würdet. Weil so, ich sag mal, wenn ich die früh hochlade, wenn ihr dann nach Feierabend, nach der Schule oder sonst irgendwas nach Hause kommt, habt ihr es dann direkt, wenn ihr es wollt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele von euch jetzt unter Laufkundschaft gelten, so von wegen, dass sie jetzt nur gucken, wenn sie sehen, ah, da ist ein Video. Oder da gibt es noch die anderen Zuschauer, die wirklich dann auch im nächsten Part sehen wollen. Na, also müsst ihr mir sagen, wann soll ich die Videos freigeben? Würde mich interessieren und ich würde mich dann auch danach richten. Jo. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, ist das, was ich habe, eigentlich ein selbst gebautes Problem. Weil ich einfach in den letzten 5,5 Jahren mittlerweile, oder schon fast 6 Jahre, 5,75 Jahre ziemlich genau, ja doch, das könnte hinkommen. Ich muss immer einen Schluck Kaffee trinken, tut mir leid. Es ist Schleichwerbung, ne? Die hat mir der Manuel Krawattennadel, hat mir die mitgebracht aus der Schweiz. Hm? Ah, geil. Lecker, lecker. Schön, dass den CEO. Ne, ich habe jetzt halt in den letzten 6 Jahren zu viele Spielereien angefangen, ohne eine zu beenden. Weil ihr müsst mal bedenken, ich bin jetzt erst, ne, also New and Tasty ist das letzte Oddworld-Projekt gewesen. Damit ist die Spielreihe durch. Und ich glaube, ich habe momentan um die, ich weiß nicht, zwischen 20 und 25 Spielreihen am Laufen. Und ich hatte ja, glaube ich, auch zu Ende des letzten Jahres hin, glaube ich, gesagt, dass ich keine neuen Spielreihen mehr anfangen möchte, bis ich nicht ein paar abgearbeitet habe. Von diesen 20 bis 25 Spielereien sind einige Reihen dabei, die jetzt nur aus 2, 3 Teilen bestehen. Das ist ja nicht so wild. Also hier Medieval zum Beispiel oder Mafia habe ich jetzt auch beendet. Was haben wir denn noch Schönes? Es gibt auf jeden Fall einige Spielereien, die nicht so viele Teile haben, aber ich zähle dann zu diesen Spielereien, wo die, also die jetzt auch in den 20 inkludiert sind, sowas wie die Sims. Da gibt es zum Beispiel auch noch andere Videospiele, die ich gerne spielen möchte. Nicht die NES-Teile, auf keinen Fall, weil die sind zu böse. Aber, weiß ich halt, zum Beispiel Sims Game für PlayStation 3 oder auch das Arcade-Game hätte ich auch Bock drauf, wenn ich da noch andere Mitspieler finde. Christoph, Julia und Shen, ne? Das kann man nämlich zu viert spielen. Ist auch schnell gemacht, ne? In einer Dreiviertelstunde haben wir das Spiel durch. Ja, und auf jeden Fall, ich kann die Fragen absolut nachvollziehen, von wegen so, mal gucken, welche Klärung, blablabla. Oder jetzt zum Beispiel bei Tomb Raider ist mir aufgefallen letztes Jahr, dass halt sehr viele gefragt haben, ja, machst du auch den zweiten Teil, ja, ja, cool, machst das als nächstes? Nein. Weil dann kommt dann Punkt Nummer 2 hinzu, weil ihr müsst bedenken, wenn ich jetzt wirklich noch mehr Spielreihen anfange, dann dauert das immer noch länger, bis der nächste Teil kommt, weil ich spiele nicht hintereinander weg. Weil zum einen ist das für mich scheiße, weil würde ich privat zocken, dann würde es vielleicht gehen. Dann würde ich vielleicht pro Tag, weiß ich nicht, 2,5, 3 Wochen vielleicht mehr spielen, Stunden. Das heißt, ich hätte so ein Spiel innerhalb von zwischen 2 und 5 Tagen durch. Wenn ich Let's Plays mache, dann brauche ich ja schon mal locker 2 bis 3 Wochen pro Teil. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Tomb Raider nehme, ne, und das sind umfangreiche Spiele, da brauche ich nicht nur 3 Wochen pro Teil, sondern brauche ich 1 bis 2 Monate pro Teil. Und wenn man jetzt hochrechnet, dass 2, 3, 4 die Krone kommt und dann noch die ganze PlayStation 2 Teile und der 9er, da fehlt noch einer. da wäre ich einfach mal das komplette Jahr mit Tomb Raider beschäftigt. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger als ein Jahr. Und zum einen wäre es für mich zu wenig Abwechslung. Weil ich freue mich halt immer auf die Aufnahmen. Ich brauche da ein bisschen Abwechslung. Ich will ja nicht immer hin und hintereinander jeden Spieler wegzocken. Das habe ich, glaube ich. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Weil selbst damals bei Crash Bandicoot, da habe ich immer einen Crash Bandicoot-Teil gespielt, dann habe was anderes, einen zweiten Crash Bandicoot-Teil, dann wieder was anderes und einen dritten dann auch wieder was anderes. Ich habe die nicht hintereinander weggezockt, weil da stehe ich nicht so auf. Das habe ich früher mal gemacht, als ich Reihen nachholen wollte. Das ging mir dann damals aber schon auf den Keks. Weil wenn ich dann so den zweiten Teil durch hatte, war es noch in Ordnung und dann gucke ich dann auf die Liste und denke so, boah, kommen ja noch 3 Teile, ich würde eigentlich gerne mal was anderes zocken. Ja, und deswegen spiele ich halt keine
rein hintereinander weg. Wenn es mal zwei Teile sind, ist es nicht so schlimm, aber trotzdem. Außerdem ist das dann auch für die Zuschauer scheiße, die jetzt zum Beispiel sich nicht für Tomb Raider interessieren, weil die sehen ein Jahr lang nichts anderes bei mir. Das ist dann ja auch kacke, ne? Ja, jeder hat seinen eigenen Spielgeschmack. Manche Leute freuen sich dann auch, wie gesagt, auf so ein Command & Conquer. Das nehme ich mal gerne als exotisches Beispiel, weil die recht unbeliebt sind, die Projekte. Aber die es gucken, die gucken es wirklich gerne. Und ja, das ist halt eigentlich so der Grund, wieso, weshalb, warum. Warum ich das noch nicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, wann ich wieder mit neuen Reihen anfange. Also ich will jetzt nicht alle 23 weg haben, weil da ist ja Tomb Raider unter anderem auch mit drin, sondern ich will dann so runterkommen auf, ich sag mal, 10 Spielereien oder so. Man muss bedenken, ich habe jetzt auch Crash Bandicoot schon fast durch so gesehen, da fehlen auch noch 2 Spiele. Medieval kommt weg. Was haben wir noch? Da sind noch ein paar Reihen auf jeden Fall, wo ich jetzt so gut wie durch bin. Ich muss eine Ausnahme noch sagen, ich werde eine neue Reihe beginnen, weil ich das dem Manuel schon seit Jahren versprochen habe. Und zwar für die PlayStation 1 werde ich Pandemonium machen. Das sind aber auch nur 2 Spiele. Die werde ich dann wahrscheinlich auch, wenn ich dann bei der PlayStation 1 angekommen bin, beide hintereinander wegmachen. Ich habe gerade noch gedacht, du machst das nicht. Bei 2 Teilen geht's ja noch, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Nur so als Info schon mal für euch. Weil, ich habe das zwar schon relativ häufig gesagt, dass ich keine Spiele rein so gesehen durchzocken werde. Also beziehungsweise durchpowern werde. Aber gut, das kommt vielleicht nicht immer an. Und ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich mit Spielereien durch bin. Deswegen dauert das auch immer so lange, wirklich bis der nächste Teil kommt, weil ich momentan so viele Spielereien habe. Je weniger das ich habe, ne, je mehr ich abgearbeitet habe, umso kürzer sind auch die Zeitabstände zwischen den einzelnen Teilen. Müsst ihr auch mal von der Seite sehen. Das heißt, lasst mich einfach machen. Ich mache sowieso einfach, egal was ihr sagt. Ja, und ich schätze mal irgendwann, zumindest hoffe ich das, wenn ihr die Geduld habt, kostet ja kein Geld, ne? Nur Zeit. Wenn ihr die Geduld habt, werden die Spiele kommen, die ihr sehen wollt. Also das Einzige, was ich wirklich ausschließen würde, wonach ich gefragt wurde, ist Pokémon. Von Pokémon werde ich gar nichts spielen. Ich hatte damals als Kind, ich guck gerade mal, weil ich habe keine Hose an, ob man das da irgendwie sieht. Nee, von Pokémon habe ich damals nur mal den Blau, also Pokémon Blau gespielt, als Kind. Das hat mir aber nicht so gefallen. Also ich habe das zwar durchgezockt, fand ich damals auch ganz geil, aber aus heutiger Sicht finde ich das eigentlich relativ beschissen, muss ich einfach sagen. Was werde ich noch nicht spielen? Minecraft werde ich nicht spielen, wonach ich gefragt werde, ist zwar keine Spielerei, aber okay. Yu-Gi-Oh! Werde ich auch nicht spielen. Das sind jetzt so die 3 Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen, wonach ich gefragt worden bin. Aber ansonsten, alles, was ihr bisher gefragt habt, also beziehungsweise fast alles, ich kann sagen, dass mir jetzt ein paar Sachen nicht einfallen, werde ich auch zocken. Also Jack & Dexter, kein Problem, Ratchet & Clank, kein Problem, Sly Raccoon werde ich zocken, da habe ich richtig Bock drauf. Nur will ich jetzt aber auch nicht, ne, nicht falsch verstehen, dass ihr jetzt denkt, oh, bald kommt der ganze Scheiß. Ich will aber auch nicht jetzt nur 3 Jump'n'Runs laufen da haben, sondern ich will selbst auch in den Genres halt ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen, also momentan finde ich das richtig geil, wie das jetzt bei mir momentan läuft. Es ist auch für euch so ein bisschen so, aber hat jetzt auch einer geschrieben, ein unbeliebtes Projekt, ein beliebtes Projekt, ein unbeliebtes, ein beliebtes. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil hier so Mafia und Oddworld, die haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Ist aber geil, weil dann bleibe ich halt in allen irgendwie so ein bisschen fit in allen Genres. Auch wenn ich überall schlecht bin, aber ist ja nicht schlimm. Jo, das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Das ging ja eigentlich relativ fix, 8 Minuten, ja. Ja, wie gesagt, sag mir bitte, wann ich die Videos freigeben soll. Würde mich sehr freuen. Jo. Ansonsten kann ich nur erzählen, es ist ein Laber-Video. Ich muss dann eigentlich noch ein bisschen Zeit füllen. Ich kann ein bisschen was von meinem Urlaub erzählen, in dem ich bisher nichts gemacht habe. Was ich sehr schön finde, ist, ich schlafe weniger und bin topfit. Weil ich halt einfach die Auslastung am Tag nicht habe. Ich mache zwar immer noch Sport und so ein Kram, aber ich sitze halt nicht 12 Stunden am Tag im Büro und muss da mich um Scheiße kümmern. Und stattdessen komme ich mich hier gediegen um die Wohnung, zwischendurch zocke ich mal ein Röhnchen, dann höre ich wieder auf, dann mache ich wieder was anderes. Ist richtig geil. Habe ich zwar schon im Stream-Ankündigungsvideo gesagt, genau, nächste Woche Freitag ist ein Stream. Aber ist wirklich richtig geil. Ja, sonst nächste Woche, genau, hier, ich muss zum Friseur, ganz dringend. Was werde ich noch machen? Ich muss nochmal zum Einwohnermeldeamt, mir einen Reisepass beantragen. Und ich muss noch streamen nächste Woche, genau, um den schön ausklingen zu lassen in den Urlaub. Ja, eine Woche habe ich noch. Wirklich sehr geil. Nehmt euch Urlaub, es tut wirklich gut. Die Arbeit lässt mich sogar ziemlich in Ruhe. Ich habe, glaube ich, bisher nur 3 Anrufe bekommen in 5 Tagen. Ist für mich relativ wenig. Und das finde ich schon sehr, sehr gut, ja. Gut, das war's dann von meiner Seite. Wie gesagt, bitte schreibt, wann ich die Videos freigeben soll. Freitag streame ich, vielleicht sieht man sich da ja. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Und bis irgendwann dann mal, ne? Tschüss.